Hallo, schönen guten Tag, danke, dass Sie Zeit für uns haben. Und ja, was ist der Grund für diese vielen Badetoten? Ja, schönen guten Tag. Sicherlich spielt Corona dort eine große Rolle. Wir haben 2 Jahrgänge an Grundschülern verloren, die jetzt nicht schwimmen lernen konnten in den letzten 1,5 Jahren. Und das wirkt sich mit Sicherheit aus, auch in der Zukunft noch. Sagen Sie uns, Sie stehen jetzt gerade am Meer. Was sind da vielleicht noch die ganz besonderen Gefahren? Ja, wir stehen jetzt hier an der Ostsee und speziell im Meer. Im Meer ist es so, dass also das eigentlich der Bereich ist, der die geringsten Gefahren noch hat, weil eben sehr gut bewacht ist. Wir haben im Meer natürlich Welle, wir haben im Meer Brandung, wir haben im Meer Strömung. Wir haben Nesseltiere, die auftauchen können, also Quallen beispielsweise. Ja, das sind so die entscheidenden Gefahren, die hier eine Rolle spielen. Und was raten Sie Eltern jetzt, die mit ihren Kindern an den Strand kommen, ans Meer kommen, die eben vielleicht genau, Sie haben es gesagt, wegen Corona nicht die Schwimmkurse machen konnten? Wie können die sich darauf vorbereiten, dass dieser Urlaub trotzdem sicher verläuft? Also der entscheidende Punkt ist immer, dass Eltern ihre Kinder in jedem Fall im Blick behalten. Das können wir also nicht mit übernehmen. Eltern, die mit ihren Kindern an den Strand kommen, sind dafür verantwortlich, dass ihren Kindern auch nichts passiert. Um die Kinder auf den Strandbesuch aber auch vorzubereiten, ist es natürlich durchaus möglich, bereits zu Hause die Kinder mit dem Element Wasser vertraut zu machen. Also ganz viel ans Wasser gehen mit den Kindern, morgens, abends beim Waschen, ihnen auch mal ein bisschen Wasser ins Gesicht sprühen, ähnliche Sachen, das wäre wichtig.